Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Ostriff Alpha 2. Ja. Ich bin gerade dabei, den nächsten Bauernhof zu bauen. Und den ziehen wir mal nach vorne. Denn es hapert ja immer wieder an Nahrung. Und das will ich so ein bisschen abstellen. Es sind jetzt wieder 73 Leute. Häuser haben wir auch. Das ist das erste Mal, dass ich das habe. Dass da Häuser erwartet werden. Das finde ich interessant. Das ist am Laufen. Ich mache mal wieder ein bisschen schneller. Familie. Schweine haben wir auch wieder. Ich mache das alles mal ein bisschen höher. Weizen ist so eine Sache. Na, 66. Da ist noch ordentlich was. Warehouse, das läuft auch. Na, mal gucken. Und ich habe auch angefangen, den Stadtkern zu bilden, ne? Also die Handwerksbetriebe. Tannery und solche Geschichten, das hatte ich ja in der letzten Folge gemacht. Oder zwischendurch, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das ist auch im Entwickeln. Wie sieht das hier aus? Da ist nur einer am Fischen. Naja, vielleicht kommen ja noch Leute. Ich stelle noch mal ein paar mehr Holzschuber auf. Beziehungsweise diese Trockengestelle. Da. Oh, ja, okay. Da passt noch einer hin. Heu können wir echt nicht genug haben. Und Weizenfelder werde ich auch noch neue besorgen. Ich werde hier auch noch einen Brunnen hinstellen. Ach, da ist einer. Nee, brauchen wir nicht. Das ist okay so. So. Tja, da hinten den Bauernhof. Werde ich wieder drei Felder machen. Nur mit Weizen wahrscheinlich. Und abwechselnd die Grünphasen. Also, ja. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Aber wir werden sehen. Das kriegen wir schon hin. Ja, wir haben noch nicht genug Leute, um alles zu bedienen. Man merkt das. Aber hier schon wieder. Die sind 4 Monate alt. 2 Jahre alt. Schlachte ja immer die Kühe, die 2 Jahre alt sind, die schlachte ich. Und ja. Hide. Wo kann man das denn mal lagern? Warehouse. Da ist kein Arbeiter. Schickt.
fehlen wieder mal Nägel. Er hat aber genug Zeug, also. Da dürfte es jetzt nicht mehr dran hapern. Kohle hat er auch genug. Und ja. Die sind November. Also wir müssten eigentlich diesmal das auch schaffen, dass die Schweine überleben. Milch. Mal schauen. Ja, das hat aber wohl auch was gebracht, dass sich zwei Köhlerstände oder ja, ich weiß nicht, wie heißt denn das, Meiler, ne? Dass man zwei Meiler hat hier, das bringt was. Das ist schon ganz gut so. Die laufen, den setzen sie nicht um, weil wahrscheinlich keiner Zeit hat im Moment. Und ich Fleisch, Fisch, gut. Schlachterei. Salo. Das müssten wir ja auch noch irgendwo verkaufen. Ne? Wir machen noch mal. Nein. Ja. Da nicht hin, oder? Dann sitzen wir mal hier hin und verkaufen das Salo mal hier. Salo, so. Es scheint so eine Spezialität zu sein von den Leuten in dem Land, wo das angesetzt ist hier, ne? Messenger haben wir leider noch nicht. Honig. Nö, da brauchen wir nichts. Aber Honig. Wo kriegt man denn Honig her? Interessant. Neues. Ich setze mal einen zweiten ein. Häuser habe ich auch noch hingesetzt. Da sind ja auch im Bau. Ich glaube, ich setze das nochmal vorne ran. So. Da müssen noch 9 Bäume gefällt werden früher. Vielleicht setze ich hier auch noch ein Haus hin, wenn es passt. Passt das noch? Nee. Nee. Nö, nee, egal. Naja. Dezember. Schicken. Na gut, es wird wahrscheinlich wieder knapp mit dem Fleisch, ne? Aber ich will die noch nicht schlachten.
Wie es hier mit dem Futter aussieht, das klappt aber eigentlich ganz gut. Also, diesmal habe ich ja aufgepasst. Ich hatte gedacht, die essen auch Weizen, die Viecher. Oh, neues Haus fertig. Das ist sehr schön. Piggies. 5 Monate. Die schlachten wir noch nicht. Also das ist ein bisschen schwer, ein bisschen früh. Oh, neue Familie im Winter. Das ist aber auch noch. Das ist auch noch nicht passiert. Vielleicht jetzt langsam mal, was ich auch unsere Fischer mal an Land hier. Beziehungsweise bemannt. So, wenn die ein Jahr alt sind, dann werde ich das erste schlachten. Beziehungsweise schlachten die wahrscheinlich, wenn da eins zu viel bei rauskommt. Da ist der Carpenter. Die Order hat er ja schon. Also die Order für Ochsenkarren, sobald die ein Jahr alt sind, trappeln die rüber. Und dann haben wir auch Ochsenkarren hier beim Bahnhof, Bauernhof. Ich komme hier auf Bahnhof. Quatsch. Ja, und der nächste Bauernhof, der wird dann der Sonnenblumenbauernhof, den mache ich hier irgendwo hin. Auf die Seite des Waldes. Hier vielleicht so hin. Ist jemand im hohen Alter gestorben? Ist doch auch erfreulich eigentlich. Dann setzen wir ihm doch mal ein. Oder ist der jetzt da drin? Wir hatten ja. Tatsächlich. Jaroslava Külko. 1673, 69 Jahre alt geworden, ne? Oder? Nee. 71 Jahre alt. Ja, wow. Ja, schon ein schönes Alter. Ich mache noch mal eine Stufe höher. Also die Geräusche finde ich sehr gut. Die gefallen mir richtig gut bei diesem Spiel. Die sind sehr authentisch. A new family. Yeah. Aber wir müssen aufpassen, dass das nicht zu rasch geht, zu schnell. Sonst ist nämlich das Futter wieder zu wenig und dann mäkeln die Leute wieder rum. Salo hat er auch schon im Handel jetzt. Wir schlachten mal ein Schwein oder zwei. Oder schlachten mal die jetzt 6 Monate alt sind. Machen wir so. Ab wann schlachtet man Schweine? So. Dann haben die erstmal was zu tun. Hier sind 2 Jahre alte Kühe wieder. Bisschen mit Fleisch überfluten. Paar Vorräte sammeln, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Hier ist es ja, glaube ich, wieder im März soweit, dass die dann einen Großteil schlachten. So.
Und dann kommt nämlich zum Schluss auch noch die Ölgeschichten, hatte ich ja auch schon gesagt, der Ölworkshop. Und das ist die Tannery. Das ist die Lederverarbeitung. Hier denn gestellt. Ich finde, es ist eigentlich schon echt, läuft schon ganz gut. Ich speichere mal kurz ab zwischendurch. Wir haben jetzt die 7. Folge. So. Weiter. Der reicht auch noch für Ewigkeit. Ach, das ist ja unendlich sogar. Das ist neu. Ich glaube, vorher war da eine Anzeige, wie viel. Ich weiß es gar nicht mehr. So, die können ja jetzt nicht fischen. Ja. Häuser sind wir gerade dabei. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Am 22. glaube ich. Ich habe das doppelt gezählt hier. Da bauen sie wieder das Haus. Oh, Messenger. Nee, Honig wollen wir nicht. Noch nicht. Machen wir später. So, jetzt haben sie das letzte Haus gebaut. Jetzt kommt der nächste Bauernhof. Dann würde ich mal sagen, machen wir die ganzen Handwerker. Chicken Shop ist der zweite. Das ist der Ölworkshop, die Tannery. So machen wir das. Gut. Wuseln wie die Ameisen. Drei Felder habe ich mir gedacht. Ich glaube, der, also ich will den mal nur Weizen produzieren lassen für das Viehzeug, denn ich möchte Geld mit Tierprodukten verdienen, also mit Häuten, wenn das geht. Ich weiß es nicht, mal gucken. Und mal von unseren Schulden wegkommen. Das ist auch so ein Punkt, den ich machen möchte. Denn hier sind ja eigentlich recht wohlhabend. Ne? Also die, ja, es ist nicht die Welt, was die haben teilweise. Aber sie scheffeln alle Geld. Und das ist auch gut so. Und ich selber, ja, möchte von diesem Schuldenberg runter. Und das mit Sonnenblumenöl und vielleicht mit Kleidung und Ledergeschichten, Schuhe und sowas. Puh, ja, bin mal gespannt. Vielleicht sollte ich das sogar als erstes machen. Weil da brauchen wir, glaube ich, nur Leder für. Sehen wir gleich. Ja, sie sind sehr wohlhabend. Also, die älteren Einwohner, die sind sehr wohlhabend. Tja, es entwickelt sich. Ja, da ist die Folge aber schon wieder zu Ende. Ja, was können wir noch auf die Schnelle sagen? Was, da geht es jetzt runter mit dem Weizen. Aber da holt immer jemand nach. Das klappt also jetzt auch. Also da habe ich diesmal aufgepasst, wirklich. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, ich mache mal für diese Folge Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch ja, eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss.